Einen wunderschönen guten Abend. Recht vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass sich der Raum doch ganz schön gefüllt hat. Aber ich bin halt in der Landeshauptstadt. Also denke ich mir, ist das schon adäquat. Wie komme ich dazu, mich mit Marx zu beschäftigen? Seit einigen Jahrzehnten, ganz richtig, wie der Ecke gesagt hat. Ich bin ein später 68er. Ich habe 69 Abitur gemacht und bin dann nach dem Zivildienst nach Regensburg, habe dort Lehramt studiert. Regensburg war damals eine Reformuniversität. Und wenn man an einer Reformuniversität, 69, 70 oder 70, 71, dann Sozialwissenschaften studiert hat, und ich habe Soziologie, Politik, Geschichte und andere Disziplinen studiert für das Lehramtsstudium, da musste man sich mit Marx beschäftigen. Ja, und zwar nicht nur im offiziellen Studium, sondern es gab auch jede Menge politische Gruppen an der Uni damals, die auch ihren Marx gelesen haben und interpretiert haben auf ihre Art und Weise. Und das war meine erste Begegnung, und da habe ich irgendwie Feuer gefangen. Und seitdem lässt mich der Marx nicht mehr los. Und ich habe dann in den 70ern, nachdem ich etliche Kurse gemacht habe bei verschiedenen linken Gruppen, habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich, was der Marx wollte, jetzt habe ich das Wichtigste verstanden, und habe dann versucht, das selber weiterzutragen. Ich war damals bei den Jungsozialisten, Marx-Lesegruppen veranstaltet, bin dann später in Volkshochschulen gewesen und habe auch an der Uni immer wieder Marx-Veranstaltungen gemacht. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mir gesagt habe, jetzt habe ich den Marx nicht nur im Wesentlichen verstanden, ganz viel habe ich noch nicht verstanden, noch viel mehr habe ich überhaupt nicht gelesen, es sind ja immerhin über 40 Bände. Jetzt habe ich jedenfalls das Wesentliche verstanden, und ich weiß auch, wie man es vermittelt. Und jetzt muss ich noch ein Buch schreiben. Das war also mein Resultat dann, und da ist das Buch entstanden, Wo Marx Recht hat. 2011 zum ersten Mal erschienen, dann ein zweites Mal und ein drittes Mal aufgelegt worden. Also so viel zu meiner begrenzten Autorität für dieses Thema. Ja, ich bin also kein Marx-Forscher. Es gibt auch andere, die haben alles gelesen und haben alle Diskussionen bestritten. Das habe ich nicht. Es gibt niemanden. Und die zweite Vorbemerkung: Wenn man sich die Diskurse über das Internet, über die sozialen Medien, über die Internetkonzerne vor allem anschaut, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, und vor allem auch Bücher, die gerade in den letzten Monaten erschienen sind, dann glaube ich, gibt es einigen Grund dazu, intuitiv zu sagen, ja, das ist es, was uns bevorsteht oder wo wir schon ziemlich weit gediehen sind. Da sind Konzerne, die weltweit, die innerhalb von wenigen Jahren zu Riesenkonzernen geworden sind, die alles in den Schatten gestellt haben, was es bisher so gibt in der alten, traditionellen Wirtschaft. Diese Konzerne haben eine irre Macht auch über die Staaten entwickelt. Diese Konzerne nutzen diese Macht, um Daten zu bekommen von den Nutzern der Produkte, also von uns. Und der Zweck dieses Einsammelns von Daten ist, Menschen auszuleuchten, Menschen zu durchschauen und zu wissen, was diese Menschen nicht nur heute wollen und denken und fühlen, sondern möglichst auch, was sie morgen tun werden, auch wenn es die Menschen selber noch nicht wissen. Ja? In einem Buchtitel ist es sehr schön zum Ausdruck gebracht worden: Das Kapital sind wir. Ja?
Und ich glaube, das trifft sehr genau das, was Marx beschrieben hat. Kapitalismus als ein System, in dem nicht nur, das ist ein wichtiger Aspekt, in dem nicht nur einige wenige sehr reich, sehr mächtig werden, sondern in dem gleichzeitig die Lebenszeit von Menschen, von Konsumenten, von Produzenten, die Lebenszeit verwertet wird, das heißt in Geld verwandelt werden soll. Der Zweck ist, ich sage es gern so, der Zweck des Kapitalismus oder die kürzeste Definition von Kapitalismus besteht darin, aus allem, was da kreucht und fleucht, auf unserer Welt Geld zu machen. Pflanzen, Tiere, Menschen. Und zwar möglichst umfassend, grenzenlos, so wie das Geld selber auch grenzenlos ist. Jetzt könnte ich meinen Vortrag hier schon beenden, weil ich Ihnen jetzt die zentrale Botschaft schon verraten habe. Aber das tue ich natürlich nicht. Ich habe Folgendes mit Ihnen vor. Ich habe früher mit PowerPoint gearbeitet, aber da war immer das Problem, dass die Leute dann versucht haben, die Thesen abzuschreiben. Ich habe nämlich insgesamt 13 Thesen aufgestellt zu der Frage, wo Marx recht hat und am Schluss, wo er nicht recht hat, wo er noch keine Ahnung hatte und haben konnte. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich bei der Frage, wo Marx recht hat. Und da muss ich gleich eine kleine Einschränkung machen. Für die Frage, wie wir eine andere, eine menschengerechtere, eine naturgerechte Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsordnung aufbauen, ist Marx nur teilweise hilfreich. Er ist deshalb auf alle Fälle hilfreich und notwendig, weil er eine Analyse der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung geliefert hat, und zwar eine beispiellos treffende Analyse, da gibt es nichts Vergleichbares. Aber er muss weiterentwickelt werden, und vor allem die Frage, was nach dem Kapitalismus kommt, da müssen wir uns selber anstrengen. Da hat Marx nur ein paar wenige Hinweise gegeben, die uns zeigen, in welche Richtung wir denken müssen. Also was ich vorhabe, ich möchte Ihnen dieses Thesenpapier gedruckt, wir haben es jetzt 40 Mal kopiert, an die Hand geben. Das ist eine DIN A4-Seite, Sie brauchen also überhaupt nichts mitzuschreiben, sondern Sie haben alle schriftlich, schwarz auf weiß, können Sie es nach Hause tragen. Jetzt werden manche sagen, vielleicht ein typischer Lehrer. Ich kann Sie beruhigen, Sie brauchen nichts ausfüllen, das sind keine Lückentexte, sondern es ist ein... Ja, erst recht keine englischen Lückentexte, sondern es sind einfach 13 schlichte Thesen, und ich bitte Sie einfach, sich jetzt ein Blatt zu nehmen. Das Buch ist ähnlich aufgebaut wie das Thesenpapier. Sie sehen, es sind drei Abschnitte. Der erste Abschnitt hat die Überschrift, wie sich Wahrheit und Täuschung unterscheiden lassen. Marx war nämlich gerade in seinen frühen Jahren Erkenntnisphilosoph, könnte man sagen. Er hat sich überlegt, wie kommt man zu soliden Erkenntnissen? Wie vermeidet man Täuschungen? Was kann man machen, dass man nicht irgendwelchen Ideologien aufsitzt, die überall verbreitet werden? Das ist die erste Frage. Also wie kann man Wahrheit und Täuschung unterscheiden? Die zweite Frage, der große Punkt B dann, der Hauptpunkt, wie der Kapitalismus funktioniert. Und der Punkt C, was nach dem Kapitalismus kommt. Jede These ist so aufgebaut, dass zunächst mal so eine Mainstream-Meinung geäußert wird, was zu einem bestimmten Thema man sehr oft hört. Ja, das werden Sie dann gleich sehen. Also was so eine verbreitete Vorstellung ist. Und dann kommt die Antithese dazu, nämlich wie Marx diesen Sachverhalt sieht. Also es ist dialektisch aufgebaut oder antithetisch, wie Sie wollen. Und das werden Sie in jeder These gleich sehen. Vorweg aber jetzt die zentrale Frage, in welcher Zeit hat der Marx eigentlich gelebt, und was hat ihn und andere Denker
damals beschäftigt. Und wenn man sich so die Zeit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts vor Augen hält und schaut, welche Ökonomen, Philosophen damals sich Gedanken gemacht haben über die Welt und was das Thema war, das sehr viele beschäftigt hat und eben auch den Marx, was das Interesse war, was sie rausbringen wollten, dann kann man ganz klar sagen, es war eine zentrale Frage, nämlich die Frage, wie schafft es das Bürgertum, diese neue Klasse, ja, Kaufleute, Händler, Fabrikbesitzer, wie schaffen es diese Leute, so reich und mächtig und wichtig zu werden in einer Zeit, oder wie haben sie es geschafft? Ja, denn im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es ganz eindeutig nur den Adel und den Klerus, die was zu sagen hatten, und die Bürger waren relativ nebensächlich. Natürlich in den Städten haben die Bürger einiges zu sagen gehabt, aber insgesamt war das eine vernachlässigbare gesellschaftliche Gruppe. Und dann in der frühen Neuzeit, in der mittleren Neuzeit eben hin bis zum 18., 19. Jahrhundert, innerhalb von relativ kurzer Zeit wird eine soziale Gruppe, und Marx hat sie als Klasse bezeichnet, wird auf einmal zur dominanten Kraft in der Geschichte. Und das hat, das hat Interesse geweckt. Was ist es, was die machen? Und im Kommunistischen Manifest, das ist eine Streitschrift, die Marx und Engels zusammen 1848 geschrieben haben, das Manifest der Kommunistischen Partei, da wird versucht, dieses Geheimnis zum ersten Mal zu lüften. Ja? Was treibt die Bürger an? Was macht die bürgerliche Klasse so stark? Und ein Zitat aus dieser Schrift, von der man, wenn man sie liest, manchmal glaubt, sie ist vor 5 oder 10 Jahren entstanden. Ja? Sie ist hochaktuell. Da wird Globalisierung beschrieben, so wie wir sie heute erleben. Aber der Text stammt von 1848. Und eine Passage, die mir besonders gefällt, auch deshalb, weil mich das Thema Zeit, Ecke hat ja davon gesprochen, dass ich mich mit dem Thema Beschleunigung, Zeit, Entrhythmisierung viel befasst habe. Eine Passage, die habe ich jetzt hier abgedruckt, weil sie auf den Punkt bringt, was ich glaube, was absolut zentral ist. Da schreiben Marx und Engels: Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet das Bürgertum vor allen anderen Klassen aus. Und weiter das Zitat, also ich habe immer, wenn ich kursiv geschrieben habe, sind es immer wortwörtliche Zitate. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft. Modern ausgesprochen, es ist diese unheimliche Dynamik, dieser unheimliche Fortschrittsdrang, dieser Drang, alles ständig zu verbessern, zu verändern, der das Bürgertum auszeichnet und der dem Bürgertum diese historische Bedeutung verliehen hat. Es wird in dem Text dann geschildert, wie das Bürgertum sich eben nicht zufrieden gibt mit irgendwelchen Produktivkräften, sondern die Produktivkräfte ständig umwälzt, ständig verbessert. Ja? Wie die Rohstoffe, die Metalle aus der ganzen Welt bezogen werden, um die Produktion ständig zu verbessern, wie die Produkte wiederum in die ganze Welt hinausgetragen werden, bis hin zur Literatur, wie die Literatur, die nationalen Literaturen immer mehr in Kontakt zueinander treten und zur Weltliteratur werden. Also wenn man das so liest, hat man manchmal den Eindruck, da fehlt nur mehr das Internet. Ja.
Und man hat auch den Eindruck, dass der Marx begeistert war von dem, was das Bürgertum da zustande gebracht hat. Ja. Aber er hat gesehen, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird, was da im Entstehen begriffen ist. Ich komme zu den Thesen. Die erste These: Nicht von dem sollten wir ausgehen, was die Menschen denken oder sagen. Entscheidend ist, was sie tun, wenn wir die Welt erkennen wollen. Ja? Das heißt also, übertragen auf unsere Zeit, ich meine, der Marx hat sich damals mit Hegel und mit den Junghegelianern und mit anderen idealistischen Philosophen auseinandergesetzt, aber wenn wir unsere Zeit hernehmen, was sagen die Leute so? Ja, die Leute sagen zum Beispiel, ohne Fleiß kein Preis. Also wenn man fleißig ist, dann wird man belohnt. Ja? Oder in der Demokratie ist die Souveränität des Volkes das Maßgebliche. Ja? Und wenn halt die Leute so wählen, wie sie wählen, dann ist es halt so. Ja? Oder Gerechtigkeitsvorstellungen. Ja? Es gibt jede Menge Vorstellungen über Freiheit, das, was Freiheit ist, was Gleichheit ist, was Gerechtigkeit ist, was Demokratie ist, was Rechte sind. Marx warnt davor, diese Vorstellung einfach zu übernehmen und zu sagen, ja, so wird schon sein, wenn es alle so sagen. Er sagt, wir müssen uns anschauen, was die Leute tun und dann damit konfrontieren, was sie denken und überlegen, ob das, was sie denken, auch dem wirklich entspricht, was sie tun. Das heißt also, für Marx war die Aufgabe, den Hegel mit seinem Weltgeist ist eben auch so eine Konstruktion, die im Kopf drin ist, eine Idee, den Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen. Man muss, wenn man etwas erkennen will, bei der Basis beginnen, beim Boden beginnen. Man muss dabei beginnen, dass Menschen zum Beispiel, um überhaupt leben zu können, sich die Mittel für das Leben selbst herzustellen, zu produzieren, die materielle Tätigkeit in der Arbeit. Arbeit ist der zentrale analytische Begriff bei Marx. Ja? In der Arbeit wird der Mensch erst zum Menschen. Und deshalb schaut er sich ganz genau an, unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten. Und wenn da behauptet wird, Reichtum entsteht dadurch, dass Menschen halt besonders fleißig sind, ja, dann kommt man sehr schnell drauf, dass man erkennt, dass ziemlich viele Menschen ziemlich fleißig sind, aber gerade nicht dadurch reich werden und andere das Geld für sich arbeiten lassen und sich nicht mehr weiter anstrengen brauchen. Aber darauf kommt man erst, wenn man eben nicht die Sprüche der Leistungsgesellschaft 1:1 übernimmt, sondern wenn man sich anschaut, wie Menschen jeden Tag ihr Brot verdienen oder andere dazu bringen, dass sie das Brot verdienen und dieses Brot dann angeeignet wird von denen, die selber nicht arbeiten müssen. Also solche Erkenntnisse oder dass Märkte zum Beispiel etwas Vernünftiges sind, auch das ist so eine Vorstellung, wenn man die Kräfte des Marktes frei walten lässt, die unsichtbare Hand des Marktes, dass dann für alle das Beste rauskommt. Das ist so eine Vorstellung, die Studenten immer am Anfang ihres Studiums, also Wirtschaftsstudenten oder auch Schüler, wenn sie Wirtschaftsunterricht haben, dann lernen sie sehr schnell, dass Märkte im Grunde hochgradig herrschaftsfreie Einrichtungen sind, weil die unsichtbare Hand des Marktes es schafft, alle Menschen bestmöglich zufriedenzustellen. Ja? Solche Vorstellungen, die kann man überprüfen, indem man schaut, was die Leute tatsächlich tun. Was sie tun dürfen, was sie tun können, indem man also nicht das Denken zum Ausgangspunkt nimmt, sondern die reale materielle Praxis. So, ich komme zur zweiten These.
Nicht unveränderlich ist das Wesen des Menschen. Auch das ist so ein Spruch, ne? So ist der Mensch halt. Nicht unveränderlich ist das Wesen des Menschen. Vielmehr wird er von den Verhältnissen geprägt, die er in der Reproduktion oder Produktion, je nachdem, wie man den Akzent setzt, seines Lebens zur Natur, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst eingeht. Ja? Menschen, ich meine, in Menschen gibt es seit, je nachdem, was man für Kriterium anlegt, seit 3 Millionen Jahren oder seit 300.000 Jahren oder der Homo sapiens sapiens vielleicht seit 30.000 Jahren. Also Menschen gibt es schon ziemlich lang. Ja? Und wer von einem unveränderlichen Wesen des Menschen spricht, der lässt alles weg, was sich in diesen gigantischen Zeiträumen geändert hat. Und Marx sagt, das Wesentliche, was den Menschen prägt, ist tatsächlich die Arbeit. Ja? Ist der Umgang mit der Natur. Ein Fischer macht andere Erfahrungen wie ein Bauer andere wie ein Schuster andere wie ein Börsenmakler. Ja? Jeder hat so seine Erfahrungen und seine Materialien, mit denen er zu tun hat. Ja? Oder auch seine Zeit, seine Rhythmen, in denen er denkt. Das prägt den Menschen. Also der Umgang mit der Natur, der Umgang mit dem Mitmenschen. Ist der Mitmensch mein Kollege oder ist er mein Konkurrent? Das prägt den Menschen. Und der Umgang mit sich selber, wie man sich in der Arbeit selber verwirklichen kann, wie man sich einbringen kann, das prägt den Menschen. Und wenn Menschen keine Chance haben zu arbeiten, wenn ihnen, wie der Soziologe Oskar Negt es mal ganz hervorragend formuliert hat, wenn ihnen das zivilisatorische Minimum verweigert wird, nämlich arbeiten zu können und sich mit der eigenen Arbeit ernähren zu können. Wenn ihnen dieses zivilisatorische Minimum verweigert wird, dann prägt es Menschen unheimlich, aber in einer extrem negativen Weise. Und wer das Gefühl hat, dass die Zivilisation ihn nicht würdigt, als würdevollen Menschen behandelt, der hat am Schluss auch vielleicht keine großen Hemmungen mehr, wenn er sich selber von zivilisatorischen Standards verabschiedet. Und ich glaube, die Verweigerung dieses zivilisatorischen Minimums ist der eigentliche Nährboden für Gewalt und für Terrorismus. Das hat Marx erkannt, die Bedeutung der Arbeit für das menschliche Wesen, auch für das Selbstbild und das Selbstverständnis, das Menschen entwickeln können. Arbeit also die zentrale Kategorie, um das Wesen des Menschen und den Wandel des menschlichen Wesens zu begreifen. These 3. Nicht einfach ein Werk der Vernunft ist der Aufstieg des Bürgertums. Vielmehr ist er die Konsequenz der gewaltsamen Erzeugung von Millionen doppelt freien Lohnarbeitern und der Aneignung des von ihnen erzeugten Mehrwerts. Also oft wird ja gesagt, ja, die bürgerliche Wirtschaft oder die Marktwirtschaft, die kapitalistische Marktwirtschaft, die ist halt einfach vernünftig. Die ist vernünftiger als das, was davor war, der Feudalismus oder Merkantilismus. Und weil sie vernünftiger ist, drum hat sie sich durchgesetzt. Ja, das ist die Mainstream-Sicht auf die Welt. Wenn man bei Marx genauer nachfragt, dann sagt er, Moment, wie ging denn das los mit der Herrschaft des Bürgertums, mit der Marktwirtschaft, mit den ersten, mit der sogenannten ursprünglichen Akkumulation? Ja, wie ging denn das los, als im 15., 16. Jahrhundert in England massenweise die Bauern vertrieben worden sind, weil die Grundbesitzer gesehen haben, sie können viel mehr Profit machen, wenn sie dort Schafzucht betreiben auf diesen Ländereien, weil die Schafwolle dann in den Manufakturen dringend gebraucht wird.
haben also die Bauern von ihren Ländereien, wo sie über viele Generationen gearbeitet haben mit ihren Familien, von dort hat man sie vertrieben, hat sie in die Städte ziehen lassen und dort als doppelt frei Lohnarbeiter, doppelt frei, weil sie persönlich befreit waren. Sie waren jetzt, sie waren nicht mehr leibeigen, sie waren nicht mehr an den Grundherrn gebunden. Also sie haben eine persönliche Freiheit gehabt, aber sie hatten auch keine eigenen Produktionsmittel mehr, sondern sie mussten jetzt ihre Arbeitskraft verkaufen und für andere arbeiten. Ja. Und unter welchen Bedingungen die gearbeitet haben, das ist ja bekannt. Ähnlich ist es gewesen mit der Zunftordnung. Ja, die Zunftordnung, die Einführung der Gewerbefreiheit, hat auch für viele Handwerker bedeutet, dass sie ihre Produktionsmittel verloren haben und stattdessen in Manufakturen arbeiten mussten mit den Produktionsmitteln anderer und Mehrwert für andere produzieren mussten. Aber noch sehr viel dramatischer und gerade für die Frage nach der Globalisierung absolut wichtig ist, dass im 16., 17. Jahrhundert bekanntlich die große Zeit der Kolonialisierung der Welt war. Das hat zur Folge gehabt, dass sich die Europäer in der ganzen Welt das geholt haben, was sie gebraucht haben. Ja? Sie haben in der Schule alle gelernt, wie dieser Dreieckshandel von Sklaven funktioniert hat. Ich lese vielleicht an der Stelle mal eine Stelle vor, weil man hier auch die Sprache von Marx sehr schön sieht. Da geht es also um diese ursprüngliche Akkumulation und die, das Zusammenräubern des Reichtums durch die Europäer in aller Welt. Das sogenannte Zeitalter der Entdeckungen. Ja, so steht es in den Geschichtsbüchern. Aber was war das tatsächlich? Marx schreibt, die Entdeckung der Gold- und Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung und Vergrabung der eingeborenen Bevölkerung in die Bergwerke, die beginnende Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute. All das bezeichnet die Morgenröte der kapitalistischen Produktionsära. Der außerhalb Europas direkt durch Plünderung, Versklavung und Raubmord erbeutete Schatz floss ins Mutterland zurück und verwandelte sich hier in Kapital. So ging's los. Ja, mit dem Kapitalismus. Also nackte Gewalt hat die Geburtsstunde des Kapitalismus charakterisiert. Die Trennung von Arbeit und Eigentum. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das nicht für viele traditionelle Völker dass ein Akt des Fortschritts war, dass sie kolonisiert worden sind, dass sie mit der europäischen Kultur in Kontakt gekommen sind. Das müsste man alles gut abwägen, die Vor- und Nachteile dessen, was da passiert ist. Aber auf alle Fälle kann man festhalten, dass zu Beginn des Kapitalismus diese gewaltsame Trennung von Eigentum und Arbeit stattgefunden hat, dass Menschen millionenfach ihre eigenen Produktionsmittel verloren haben und diese Produktionsmittel systematisch den Grundstock für die europäische Beherrschung der Welt gebildet haben. Abschnitt B. Wie der Kapitalismus funktioniert. Nicht durch Belohnung für herausragende Leistungen werden Menschen reich und mächtig. Das sagen ja viele. Vielmehr ist es die Möglichkeit, andere Menschen für sich arbeiten zu lassen, die sie reich und mächtig macht. Andere Menschen für sie arbeiten zu lassen. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man eine gute Idee hat, nicht auch mal viel Geld verdienen kann. Aber es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen dem, was Menschen an Kreativität
zeigen und dem, was oder an Sorge fürs Gemeinwohl, Sorge für andere, an Arbeit, die gesellschaftlich nützlich ist. Es gibt keinen systematischen Zusammenhang zwischen dem, was Menschen tun, Gutes tun, und dem, was sie von der Gesellschaft kriegen. Ja. Weder im nationalen Maßstab noch im globalen Maßstab. Es gibt, ich habe, als ich noch Lehrer war, mal ausgerechnet, was es eigentlich heißt, wenn Menschen von der Arbeit anderer Menschen mitleben. Der reichste Mann von Coburg, mein Gymnasium war im Landkreis Coburg, der reichste Mann von Coburg, Michael Stoschek, ist ein Unternehmer, der Kfz-Zubehör produziert. Vielleicht kennt er eine oder andere von Ihnen. Der war damals in den Rankinglisten der reichsten Deutschen mit 300 Millionen gelistet. Mittlerweile liegt er irgendwo bei einer Milliarde. Und ich habe damals einfach mal spaßhalber ausgerechnet, was es bedeutet, wenn einer 300 Millionen hat, wenn er diese 300 Millionen eben jetzt, man weiß ja nicht, wie viel der an privaten Gewinn jede Stunde macht, aber wenn er dieses Geld einfach bei der Bank anlegen würde und so ein 4% bekommen würde. Sie kommen bei 4%, Sie können selber mal ausrechnen, und einem Vermögen von 300 Millionen ungefähr auf einen Stundenlohn von 10.000 Euro. Ja? Die Brüder Albrecht vom Aldi kommen ungefähr auf 500.000 Euro. Das sind Stundeneinkommen. Ja? Das ist nur möglich, wenn andere Leute für mich mitarbeiten. Sonst kann ich zu solchen Summen nicht kommen. Da müsste ich nämlich zehntausende Jahre arbeiten, um zu solchen Einkommen zu kommen. Und wenn man globale Zahlen hernimmt, es gibt, haben Sie sicher schon gehört, die globalisierungskritische Organisation Oxfam. Oxfam hat ausgerechnet, dass im Jahr 2017 80% des Vermögenszuwachses, der auf der Welt erzielt worden ist, Vermögenszuwachs, von 1% der Weltbevölkerung angeeignet worden ist. 80% des, also die, von dem, was die Menschheit reicher geworden ist, hat sich 1% der Menschheit unter den Nagel gerissen. Sowas geht nur, wenn man andere für sich arbeiten lässt. Und unser Reichtum in Europa ist nur denkbar, weil anderswo Leute für ein absolut schäbiges Honorar unsere Klamotten, unsere Lebensmittel zum Teil, unsere Metalle aus dem Boden holen, also die Klamotten herstellen, die Metalle aus dem Boden holen und so weiter. Ja, nur weil wir diese extreme Ungleichheit haben, Ungleichheit in Bezug auf die Honorierung von menschlicher Leistung. Deshalb können die einen in Saus und Braus leben und die anderen kämpfen ums Überleben. Immer noch sterben jeden Tag 20.000 Kinder, weil sie einfach verhungern. Also, wenn man reich sein will, müssen andere für einen arbeiten. Das ist die Quintessenz, und die herrschende Weltwirtschaftsordnung ist halt so organisiert, dass für uns viele arbeiten, aber innerhalb unserer Gesellschaft wieder welche sind, die es schaffen, dass noch viel mehr für sie arbeiten. Und so entsteht die Kluft zwischen Arm und Reich. These 5. Nicht auf die Deckung des Bedarfs und die Nutzung menschlicher Fähigkeiten zielt die menschliche Arbeit. Vielmehr ist ihr Zweck allein die Vermehrung von Wert, also die Produktion um der Produktion willen. Man könnte ja naiverweise sagen, warum wirtschaften wir, warum gibt es überhaupt sowas wie Wirtschaft? Ja, ganz klar, weil wir einen Bedarf decken müssen. Ja, wir haben Bedürfnisse, und manche davon müssen unbedingt gestillt werden, manche, die könnte man auch vielleicht sein lassen. Also ist die Wirtschaft dazu da, den Bedarf zu decken, Bedürfnisse zu befriedigen. Und womit macht man das? Ja, mit den Fähigkeiten, die Menschen haben. Ne? Mit ihren Händen, in ihrem Kopf stecken die Voraussetzungen dafür drin, dass wir den Bedarf decken.
Aber genau diese naive Vorstellung über Wirtschaft gilt für den Kapitalismus nicht. Und das können Sie leicht überprüfen. Schauen Sie mal dort, wo der Bedarf am allergrößten ist. Ich habe von den hungernden Kindern gesprochen. Oder dort, wo es hinten und vorn nichts gibt, keine Wasserleitungen, keine Infrastruktur. Dort wird am wenigsten investiert. Dort wird am wenigsten Kapital eingebracht. Dort dort passiert fast nichts. Und dort, wo die Leute schon satt und übersatt sind, ja, wo sich die Müllberge türmen, beispiellos, nicht nur die Plastikberge, sondern auch die CO2-Berge, also der Treibhauseffekt ist ja auch eine Form von Müll. Also dort, wo die Menschen eh schon alles haben und wo das einzige Problem ist, irgendwie den Müll wieder loszuwerden, dort werden alle wirtschaftlichen Anstrengungen konzentriert, damit man noch mehr produziert und noch mehr konsumiert. Und zwar möglichst schnell. Schnell produzieren, schnell konsumieren, schnell wegwerfen. Das ist das Ziel der ganzen Veranstaltung. Und ob dabei Menschen ihren Bedarf decken können und ob dabei die Fähigkeiten von Menschen genutzt werden, ist rein abhängig davon, ob sie für dieses Produzieren um der Produktion willen, also für die Vermehrung von Geld, von Wert, die Akkumulation des Kapitals, tauglich sind oder nicht. Menschen, deren Arbeitskraft nicht verwertet werden kann, die zählen nicht. Und darum ist es kein Wunder, dass in Südeuropa, ich war jetzt gerade wieder 2 Wochen in Italien, aber in Südeuropa, in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, ein relevanter Teil der jungen Leute, 30-50%, einfach nicht gebraucht werden. Ja? Die haben studiert, die wollen sich ein Leben aufbauen, die wollen eine Familie gründen, aber sie werden halt nicht gebraucht und deshalb wird ihnen kein Arbeitsplatz angeboten. Also im Kapitalismus zählen nicht die Bedürfnisse, es zählen nicht die Fähigkeiten der Menschen, sondern es zählt allein die Möglichkeit, aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist das einzige Kriterium, das darüber verfügt, ob wirtschaftliche Aktivitäten gestartet werden oder nicht. Man könnte es auch noch zuspitzen und könnte sagen, mit einer Metapher, der Kapitalismus ist ein bulimisches System. Bulimie, fressen, rauskotzen, fressen, rauskotzen, möglichst schnell hintereinander. Ja. Ziemlich ungesund, aber ich hoffe, dass Ihnen nicht zu viel geworden ist schon. These 6. Nicht irgendwelche Vernunftprinzipien, nicht irgendwelchen Vernunftprinzipien gehorcht der Kapitalismus. Sein Prinzip ist vielmehr die konsequente Ausrichtung des Verhaltens und der Verhältnisse am Ziel der Rentabilität und am Mittel der Konkurrenz. Man könnte ja sagen, naja, das ist alles vernünftig, was im Kapitalismus passiert. Aber spätestens dann, wenn man schaut, was gibt es denn für andere Vorstellungen von menschlicher Vernunft, zum Beispiel in Afrika, in Indien, in Lateinamerika, dann stellt man fest, ja, menschliche Vernunft wird in unterschiedlichen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich definiert. Ja. Diese Vernunft, die wir anerkennen als die einzige Vernunft, ist tatsächlich nur eine mögliche Form von Vernunft. Und was mit dieser Vernunft einhergeht, das muss man sich schon einmal auch bewusst machen. Soziologen sprechen seit 10, 15 Jahren, dass mittlerweile so etwas stattfindet wie eine Verbetriebswirtschaftlichung des Lebens. Das heißt, dass Menschen ihr Leben wie einen Betrieb zu führen beginnen und sich immer mehr daran gewöhnen, dass sie bei allem, was sie tun, fragen, was sind die Kosten, was sind die Nutzen?
Was bringt es mir? Bitte? Ich AG. Ich AG. Ne? Arbeitskraftunternehmer. Ja? Einer Menschen begreifen sich nicht mehr als Mitglied der Arbeiterschaft oder der Arbeiterklasse oder sonst was, sondern sie sollen möglichst sich als Unternehmer begreifen, der auf den Märkten seine Arbeitskraft anbietet und selber das Interesse hat, die Arbeitskraft möglichst günstig anzubieten und möglichst hohe Erträge zu erzielen. Ja? Der Interessengegensatz zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber soll möglichst im Bewusstsein verschwinden. Ja. Das ist verbunden mit dieser speziellen Rationalität, der speziellen Vernunft, die alles auf den Prüfstand stellt. Kosten, Nutzen, Optimierung, Selbstoptimierung, das sind alles so Stichworte, die da wichtig sind. Und das hat natürlich zur Konsequenz, dass jeder, der bei diesem Konkurrenzkampf um Nützlichkeit zurückfällt, sich selbst als ja, weniger nützlich, als unnützlich und als selber schuldig oft einordnet. Ja? Sich selbst die Schuld zu geben, wenn jeder seines Glückes Schmied ist, dann ist halt Unglück das Resultat von eigenen Defiziten. Ja. These 7. Nicht von Natur aus ist der Mensch gierig. Es ist vielmehr die Erfahrung der entfremdeten Arbeit, die seine Sinnlichkeit verkümmern und den Sinn des Habens zum alles dominierenden Sinn werden lässt. Also auch das ist so ein Spruch, der ja oft kommt, ja, die Menschen sind einfach gierig. Ja, nicht nur die Banker sind natürlich die allergierigsten und die Manager. Aber wenn irgendwas sehr ungleich, sehr ungerecht ausfällt, dann hängt es daran, dass eben die einen gieriger sind als die anderen. So wird es oft gesehen. Marx hat es anders gesehen. Marx sagt, Menschen sind sinnliche Wesen, ihr Wesen wird ganz stark durch die Arbeit geprägt. Und wenn jemand Arbeitsbedingungen hat, wo er die Arbeit als Teil von Selbstverwirklichung, ja, wie das idealerweise zum Beispiel ein Künstler erleben kann, oder ein Handwerker, der irgendwas macht und dann stolz ist auf sein Werk, oder vielleicht auch ein Ingenieur oder ein Arzt oder ein Unternehmer, der beim Arbeiten das Gefühl hat, er macht was Gutes und er wird selbst wirksam in seiner Arbeit. Und die Arbeit ist ein Bestandteil seines Lebens und auch des guten Lebens. So jemand, der entwickelt nicht unbedingt so eine einseitige Gier des immer mehr haben Wollens. Das immer mehr haben wollen, das ist eher eine Folge davon, dass die Arbeitsbedingungen entfremdend sind. Dass man unter fremder Regie arbeitet, dass einem die Produkte, die man herstellt, weggenommen werden, dass man ständig gegen seine Kollegen kämpfen muss, weil sie eben Konkurrenten sind und die Arbeit ganz und gar nicht als Teil der persönlichen Selbstverwirklichung erleben kann. Und unter solchen Bedingungen, unter entfremdeten Bedingungen, sagt Marx, da entwickelt sich diese Gier, dieses Haben-Wollen, als der einzige Sinn, der alles dominiert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann glaube ich, machen wir ja selber oft die Erfahrung, dass wenn irgendwas recht frustrierend ist, dass wir uns dann hinterher belohnen wollen. Ja? Dann geht man dann zum Saturn oder Mediamarkt oder man bucht die nächste Reise oder die Frauen gehen in die Boutique und so weiter. Also dieses, ob das manchmal macht es glücklich, aber auf Dauer macht es nicht glücklich. Und das hängt eben mit den Arbeitserfahrungen zusammen, wie wir uns dann in unserem Konsumverhalten äußern. An der Stelle, das haben wir auch gerade in Augsburg diskutiert, wird
sagen manche, ja, aber die Jobs, die es heutzutage gibt, sind doch hochgradig kreative Jobs, oft für junge Leute, die mit großer Begeisterung arbeiten in der New Economy, wo sie auch sehr viel Freiräume haben, sich zu entfalten. Das mag alles richtig sein. Ja? Und trotzdem muss man die Frage stellen, was in diesen Jobs genau passiert und wie diese Form von Arbeit die Menschen prägt, was die speziellen Prägungen sind. Es hat vor ein paar Wochen ein neues Buch ist auf dem Markt erschienen von David Graeber, einem Anthropologen, einem amerikanischen Bullshit-Jobs. Ja? Der sagt nämlich, dass immer mehr dieser modernen Jobs solche Bullshit-Jobs sind, wo Menschen halt, und in meinem Bekanntenkreis könnte ich Ihnen viele Beispiele sagen, mit großem Engagement, mit großer Freude und mit einem hohen Einkommen an der Entwicklung von Computerspielen arbeiten. Oder Werbung, die Werbebranche. Auch da gibt es hervorragende Jobs, wo man hochgradig kreativ sein kann. Oder alles, was zusammenhängt mit Finanzberatung oder mit Lobbyismus. Ja? Also viele Jobs, auf die vielleicht die Gesellschaft auch verzichten könnte, wo aber Menschen sich nicht entfremdet fühlen. Ich will dazu gar nicht mehr sagen. Das Problem, glaube ich, ist angesprochen. These 8. Nicht bewusst wird die Arbeit im Kapitalismus aufgeteilt und das Zusammenleben gestaltet. Vielmehr ergibt sich der gesellschaftliche Zusammenhang als sachlicher Zusammenhang der Waren erst hinter dem Rücken der Produzenten. Oder auch nicht. Es ist klar, das ist das Wesen des Marktes. Der Markt ist ein dezentrales System. Jeder kalkuliert für sich und hofft, dass er mit dem, was er da mit der Strategie, die er sich da zurechtgelegt hat, auf dem Markt erfolgreich sein wird. Ja. Manchmal gelingt es nicht. Der Witz bei der Geschichte ist, dass niemand offenbar dafür sorgen kann unter marktwirtschaftlichen Bedingungen, dass, wie es verkürzend heißt, Angebot und Nachfrage immer wieder zum Ausgleich kommen. Seit 150 Jahren gibt es immer wieder Krisen, Weltwirtschaftskrisen. Auch gegenwärtig liest man wieder, dass die Finanzkrise von 2007, 2008 wiederkehren könnte. Viele warnen davor. Offenbar ist die Krise Bestandteil einer kapitalistischen Wirtschaft. Und man verlässt sich darauf, dass die Sachlogik der Ökonomie schon irgendwie die Menschen dazu bringt, sich richtig zu verhalten. Ja, die Sachzwänge. Und dieses Vertrauen auf die Sachzwänge, das führt ja so weit, dass zum Beispiel unsere Bundeskanzlerin eine Zeit lang ziemlich oft gesagt hat, es geht darum, die Demokratie marktkonform zu machen. Ja? Dass sich die Demokratie den ökonomischen Sachzwängen unterordnet. Ja? Und einmal hat sie eine Rede gehalten in Seoul 2010 und ich habe es gar nicht glauben können, dass sie das gesagt hat und habe es dann noch einmal recherchiert und habe es dann sogar auf der Seite des Bundeskanzleramts gefunden. Da hat sie gesagt, sie bittet die Märkte, doch etwas mehr Rücksicht auf die Politik zu nehmen. Ja? Weil die Märkte doch irgendwie durch Menschen konfiguriert sind. Also diese Unterordnung unter Sachzwänge, dieser Gehorsam gegenüber den Alternativlosigkeiten der Ökonomie, geht mit dem Kapitalismus einher. Und und ob das gut geht, Marx hat seine Zweifel. Und so kommen wir zur neunten These.
Nicht zu einem harmonischen Ganzen entwickelt sich der Kapitalismus, vielmehr geraten der private Charakter der Aneignung und auch der Planung, müsste man sagen, ne? Der private Charakter der Aneignung und der Planung und der gesellschaftliche Charakter der Produktion in einen immer schärferen Widerspruch. Individuelle und gesellschaftliche Logik prallen aufeinander. Dieser Widerspruch zwischen der privaten Aneignung und der gesellschaftlichen Produktion, der zeigt sich ja in vielerlei Hinsicht. In einer Krise zum Beispiel, wenn eine Überproduktionssituation ist, wenn also zu viel produziert worden ist, dann ist es doch vernünftig, dass der private Unternehmer die Produktion zurückfährt, Kurzarbeit, wenn es nötig ist, verordnet, vielleicht sogar, wenn es noch dramatischer wird, Leute entlässt. Das ist aus der individuellen Perspektive des einzelnen Unternehmers vernünftig. Für die Gesellschaft ist es fatal, weil mit jeder Kurzarbeit, mit jeder Entlassung die Kaufkraft weiter sinkt und das, was zu viel produziert worden ist, sich noch mehr anhäuft. Gesellschaftlich müsste eigentlich dafür gesorgt werden, dass, wenn ein Unternehmer feststellt, er hat zu viel produziert, dass der Unternehmer seinen Leuten mehr Lohn zahlt, damit die das auch kaufen können, was da alles produziert worden ist. Oder die Unternehmer auf eine Überproduktion durch Lohnerhöhung, durch freiwillige Lohnerhöhung reagieren. Das können sie aber nicht, weil sie im Konkurrenzkampf natürlich berechtigt Angst haben, dass ihnen das individuell schadet. Und genauso ist es im Umgang mit der Natur. Individuell ist es für einen Unternehmer natürlich sinnvoll, Naturressourcen möglichst billig zu bekommen, sich nicht viel Gedanken um Umweltschutz zu machen, die Güter möglichst just in time auf der Autobahn hertransportieren zu lassen, Lager, die LKWs als Lagerstätten für die Vorprodukte zu verwenden. Individuell alles sinnvoll, gesellschaftlich verheerend. Wenn Sie den Verkehr anschauen, den LKW-Verkehr, verheerend. Ja. Genauso die Frage, welche Form von Energie treibt unsere Produktionsstätten an. Die individuellen Kalküle sind konträr zu den gesellschaftlichen Erfordernissen. Man könnte auch noch sagen, im privaten Bereich, wenn Sie mal überlegen, und das zeigt jetzt auch, dass Kapitalismus auch eine Gesellschaftsordnung ist, wie wir eigentlich wollen, dass unsere Kinder aufwachsen, wie viel Zeit wir unseren Kindern eigentlich lassen wollen, dass sie sich entfalten können, dass sie spielen können, dass sie ihre Neugierde befriedigen können, was Kinder eigentlich brauchen, wenn es wirklich nur um die Kinder ging. Und auf der anderen Seite, welche Zwänge die Gesellschaft errichtet, die dazu zwingen, dass man dazu kommt, die Kinder möglichst schnell einsatzfähig zu machen, die Kinder als Humankapital zu betrachten, nicht als Wesen, die ihre Reifezeit brauchen, sondern als zukünftige Leistungsträger, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell hohe Erträge abwerfen sollen. Ich könnte Ihnen jetzt aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft einiges erzählen darüber, wie dieser Humankapitalansatz in den letzten Jahrzehnten schleichend zum Mainstream geworden ist. Also Kapitalismus, die Rationalität des Kapitalismus ist eine, die Individuen, und zwar Familien genauso wie Unternehmen, genauso wie Einzelstaaten, ständig dazu zwingt, Sachen zu machen, die eigentlich nicht gut sind. Von denen man eigentlich weiß, dass sie besser unterlassen werden sollten.
Das ist dieser Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Logik und der individuellen Logik. Und so kommen wir zur neunten These. Nicht zu einem, bei der zehnten sind wir schon, genau. Nicht zu globalem Wohlstand und Frieden führt der Kapitalismus, vielmehr, sagt Marx, untergräbt er die Springquellen allen Reichtums, die Erde und den Arbeiter. Die Springquellen allen Reichtums. Marx war in erster Linie Theoretiker der Arbeiterbewegung. Aber er hat auch an vielen Stellen bereits gesehen, dass das, was mit dem Arbeiter zugemutet wird, dass das auch der Natur zugemutet wird. Ja, dass die Verelendungsprozesse in Bezug auf die Arbeit mit den, ja, mit den Raubbauprozessen in Bezug auf die Natur Hand in Hand gehen. Und ja, das ist für ihn natürlich letztlich der Grund, diese Gesellschaftsordnung überwinden zu wollen. Was nach dem Kapitalismus kommt? Elfte These. Nicht widerlegt hat der Untergang des realen Sozialismus die marxische Analyse. Auch das hört man ja oft. Ja, das hat sich doch alles erledigt. Seit 1990 wissen wir, das System war falsch, ist untergegangen, damit hat sich der Marx erledigt. Wer so redet, hat von Marx wenig begriffen. Denn, ich lese die These weiter, vielmehr gibt die reale Entwicklung Marx recht, weil ihm zufolge erst durch die volle und globale Entfaltung der Produktivkräfte die Fesseln der Produktionsverhältnisse gesprengt werden können. Marx hat das in der deutschen Ideologie einmal sehr schön formuliert. Da hat er gesagt, wenn man versucht, den Kapitalismus bereits überwinden zu wollen in Richtung Sozialismus, Kommunismus, wo der Kapitalismus überhaupt noch nicht sich entfaltet hat. Und das war 1917, war das ein feudales System, das war Land, durch und durch landwirtschaftlich geprägt in Russland. Ja. Da gab es nicht die Spur von einer Arbeiterklasse, Gewerkschaftsbewegung, bürgerlichen Aufklärung. Die größten Fabriken waren in Russland. Wie viele Menschen waren in diesen Fabriken beschäftigt? Ja, ungefähr 5% der Bevölkerung. Ja, also das ist das Entscheidende in dem Fall. Ne? Und auch diese Fabriken haben zum Teil französischen Unternehmen gehört. Ne? Also jedenfalls, natürlich waren Spuren von Kapitalismus bereits in der Entwicklung. Aber Marx sagt, erst wenn eine Gesellschaft ja, ihre Widersprüche voll entfaltet hat, also der Widerspruch zwischen der privaten Aneignung und der gesellschaftlichen Produktion, erst wenn der voll entfaltet ist, ja, dann sehen mehr oder minder alle ein, bis auf ein paar wenige, dass dieses System, diese Ordnung, diese Eigentumsordnung, diese Gesellschaftsordnung nicht mehr zur Zeit passt und dass sie überwunden werden muss, dass sie gesprengt wird, dass die Fesseln gesprengt werden müssen. Ja, also in der deutschen Ideologie heißt es, wer glaubt, den Kapitalismus überwinden zu können, obwohl er sich noch gar nicht entwickelt hat, der wird feststellen, dass die alte Scheiße bald wieder von vorne losgeht. Ja. Das ist übrigens wortwörtlich. These 12. Nicht durch eine allmächtige Partei und einen autoritären Staat wird eine nachkapitalistische Ordnung geschaffen. Vielmehr sind es das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Das heißt also, dass die Aneignung nicht mehr privat, sondern gesellschaftlich passiert, dass die Produktionsmittel Mittel der Gesellschaft gehören. Das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln und die radikale Verkürzung der Arbeitszeit. Das setzt voraus, dass die Maschinen sehr weit entwickelt sind, dass Handarbeit zu einem großen Teil durch Maschinenarbeit ersetzbar ist. Erst durch diese beiden historischen Umstände, also Vergesellschaftung der Produktionsmittel und radikale Verkürzung der Arbeitszeit. Erst unter diesen zwei Voraussetzungen kann die Vielfalt der menschlichen Fähigkeiten und die bewusste Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens ermöglicht werden. Ja. Also eine ganz andere Vorstellung von,
von Systemtransformation, von Revolution, als die, die gemeinhin immer diskutiert wird. Und Marx stellt sich auch vor, dass dadurch sowas wie ein neuer Mensch entsteht. Ein Mensch, der nicht mehr lebt, um zu arbeiten, sondern für den Arbeit eine ziemliche Nebensache ist, eine kleine Restnotwendigkeit im Leben. Und es sind ja auch bürgerliche Ökonomen. John Maynard Keynes zum Beispiel hat 1930 gesagt, wir können innerhalb von 50 Jahren, wenn wir es wollen, die Arbeitszeit auf 10 Stunden in der Woche ohne weiteres reduzieren. Ja. Also die konsequente Reduktion der Arbeitszeit und die Gesellschaft, das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln sind die Basis dafür, dass der Kapitalismus überwunden wird. So hat Marx es gesehen. Er hat auch etwas über die Ethik des Sozialismus als Übergangsform und des Kommunismus als Endform gesagt. Er hat es nämlich so definiert, er hat gesagt, im Sozialismus wird es dann so sein, dass jeder Mensch nach seinen Fähigkeiten sich beteiligt und nach seinen Leistungen honoriert wird. Ja? Also jeder beteiligt sich, so gut er kann, mit seinen Fähigkeiten und er wird nach seiner Leistung honoriert. Im Kommunismus dann wird dieses gegenseitige Aufrechnen von Leistung und Honorierung überflüssig. Im Kommunismus, sagt Marx, und das ist etwas, was wir uns natürlich extrem schwer vorstellen können, im Kommunismus heißt es, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Unabhängig davon, was er geleistet hat, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen, werden Bedürfnisse befriedigt. Ja, das ist eine Vision, eine für uns völlig utopische Vision. Jetzt könnte man natürlich fragen, was ist denn eigentlich das sozialethische Prinzip des Kapitalismus? Geht's ein bisschen lauter, bitte. Ja, ich sage, man könnte jetzt die Frage stellen, was ist das sozialethische Prinzip des Kapitalismus, wenn man jetzt schon definiert hat, was Sozialismus ist, eben Leistungsprinzip und Kommunismus, Bedürfnisprinzip. Im Kapitalismus ist das Prinzip, jeder nimmt sich, was er kriegen kann. Ja? Leistungsprinzip, nur höchst eingeschränkt, Geldprinzip. Gültig. Bitte? Geldprinzip, ja. So, letzte These und dann kommt meine Nachbemerkung. Nicht als Ressource wird die Natur in der nachkapitalistischen Ordnung verstanden. Vielmehr wird die Natur als unorganischer Leib des Menschen anerkannt, den jede Generation von ihren Vorgängern zur Nutzung überlassen bekommt und den sie an die Nachfolgegeneration in verbessertem Zustand weitergeben muss, wie gute Familienväter. Also ich habe gesagt, Marx war kein ökologischer Theoretiker, aber er hat sich Gedanken gemacht über die Natur und er sagt, die Natur ist sowas wie der unorganische Leib des Menschen. Der organische Leib, das ist das, was uns ausmacht körperlich. Den pflegen wir, das leuchtet uns ein, dass wir den pflegen müssen und dass der möglichst gut behandelt werden muss und damit er lang gesund bleibt. Und genauso sollten wir mit unserer äußeren Natur umgehen, also mit dem unorganischen Leib des Menschen. Wir sollten sie pflegen und hegen und dann den Nachkommen möglichst verbessert weitergeben. Das ist die Vorstellung. Eine Vorstellung, die im Übrigen ziemlich nah bei dem ist, was Papst Franziskus in einer Enzyklika mal formuliert hat, wo er sagt, die Erde ist nicht Eigentum einer Nation, auch nicht Eigentum einer Generation der Menschen, die sie bewohnt, sondern sie ist
Der Papst sagt, sie ist vom Schöpfer für die Menschen geschaffen worden und sie muss pfleglich behandelt werden und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Ganz ähnliche Vorstellung, die diametral entgegensteht zu dem, was wir heute betreiben. Ja, wir wollen jetzt möglichst die Natur in Geld verrechnen, alle möglichen ökologischen Leistungen durch irgendeinen Zertifikatehandel, Naturzertifikate, Umweltzertifikate berücksichtigen in unserer wirtschaftlichen Rechnung. Wir wollen die Natur privatisieren, weiter privatisieren. Das entspricht genau nicht dem, was die marxische Vorstellung war. Ich komme zum Schluss, wo Marx irrte, was er sich noch nicht vorstellen konnte und wo er uns heute nicht weiterhilft. Geirrt hat er einmal ganz schlichtweg in der Vorstellung, dass die Revolution unmittelbar bevorsteht. Er hat in seinem Leben öfters einmal geglaubt, jetzt geht's gleich los, ja, und das ist natürlich nicht passiert. Ja. Geirrt hat er, glaube ich, auch in seiner Vorstellung davon, dass die Arbeiterklasse, wenn sie merkt, dass sie in diesem System tendenziell immer überflüssiger wird, ja, dass die Arbeiterklasse sich und ausgebeutet wird, dass aus dieser Erfahrung heraus die Arbeiterklasse sich solidarisiert, dass aus der Klasse an sich eine Klasse für sich wird. Solidarisiert über die nationalen Grenzen hinweg. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, eine Vorstellung, von der wir heute sagen müssen, eher ist das Gegenteil passiert. Ja. Schon im Ersten Weltkrieg sind die internationalen Beziehungen der sozialistischen Parteien zerbrochen und gleich, oder? Diskussion haben wir jetzt sofort. Am Schluss haben dann die deutschen Arbeiter auf die französischen Arbeiter geschossen, weil sie geglaubt haben, sie müssen jetzt ihr Vaterland verteidigen. Also das mit der Solidarisierung, mit der internationalen Solidarisierung hat sich so nicht eingestellt. Was sich Marx nicht vorstellen konnte, er konnte sich nicht vorstellen, wie fantasievoll der Kapitalismus ist, wenn es darum geht, sein Überleben zu sichern. Dass der Kapitalismus eine Finanzarchitektur entwickelt hat, mit Derivaten und Konstruktionen von Schuldpapieren, die wieder neu verteilt werden und neu versteckt werden, wo die Risiken versteckt werden können. All dies hat er sich nicht vorstellen können. Er hat ein paar Vorstellungen gehabt, was passiert, wenn Produkte nicht mehr bezahlt werden durch Geld, sondern bezahlt werden durch Zahlungsversprechen. Aber dass man aus den Zahlungsversprechen dann wieder eine eigene Ökonomie machen kann, die auf einmal einen viel größeren Stellenwert hat und ein viel größeres Volumen hat als die Realwirtschaft, hat er sich nicht vorstellen können. Genauso hat er sich nicht vorstellen können, wie viele Aspekte des menschlichen Lebens ökonomisierbar sind, kommerzialisierbar sind, Erziehung, Gesundheit, Freizeit, alles, was sonst noch der Umgang mit Informationen, mit Wissen, diese extensive und intensive Ausbreitung des Kapitalismus und sein Überleben, die sein Überleben immer wieder mehr hinausgedehnt hat, konnte er sich nicht vorstellen. Er konnte sich auch nicht vorstellen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, vor allem für die politischen Strategien heute. Er konnte sich auch nicht vorstellen, dass mit der Entwicklung der Produktivkräfte sich gleichzeitig die Destruktivkräfte massiv entwickeln. Ja? Dass wir heute Massenvernichtungsmittel haben, die ein Vielfaches, die es ermöglichen, Menschen vielfach hintereinander zu töten. Dass wir eine Atomtechnologie haben, wo wir Müll erzeugen, der über Jahrzehntausende bewacht werden muss. Solche technischen Risiken, die mit der Produktivkraftentwicklung parallel einhergegangen sind, die konnte sich Marx ebenfalls nicht vorstellen. Und wo er uns heute nicht weiterhilft,
ich habe es am Anfang schon angedeutet und zwischendrin immer wieder gesagt, wenn wir eine realistische Vorstellung von dem entwickeln wollen, was nach dem Kapitalismus kommt und erst recht, wie wir zu diesem Zustand hinkommen können. Diese politisch-praktischen Fragen, da kann Marx uns nicht weiterhelfen, aber er hilft uns weiter, weil er eine, wie ich nach wie vor behaupte, konkurrenzlos treffende Gesamtanalyse der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung vorgelegt hat. Ich danke Ihnen.